Grundsätzlich ist es so, ja, das große Thema mit der Zeit, ne? Also natürlich muss der Fachbereich selber auch die Notwendigkeit sehen, den Personen die Zeit zu geben, das zu erstellen. Ja, also es ist eben nicht so mal eben gemacht. Wenn jemand neu Autor wird, dann hat er nicht innerhalb von einer Stunde mal eben so ein E-Learning erstellt. Ja, den genauen Zeitaufwand, der hängt natürlich immer sehr stark auch damit zusammen, wie gut der Autor ist. Ja, es ist eine Software. Manche Leute tun sich damit leichter, manche tun sich damit schwerer. Das heißt also, wenn ich jetzt ein E-Learning erstelle, dann braucht der eine dafür wirklich die besagte Stunde und der andere muss sich innerhalb von 3 Tagen jeweils 2 Stunden da dran setzen. Ja, weil das nicht anders schafft. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie viel Übung die Leute da drin bekommen. Ja, es wird also tendenziell weniger. Das heißt, da eine Aussage zu machen, jeder braucht so und so viel lange, das ist absolut schwierig, weil das hängt vom Inhalt ab des E-Learnings und auch davon, wie sehr derjenige sich halt an diese Software dranhängt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wie bei jeder Software, die ich neu erlerne, ich muss dranbleiben. Also wenn ich einmal bei uns ins Training komme und dann ein halbes Jahr nie wieder da reingucke, dann beim ersten Mal nicht mehr wissen, wie ich überhaupt irgendwas erstellen kann. Ja, das heißt also, wir bitten natürlich die Leute schon immer, ihr müsst auch mit euren Vorgesetzten sprechen, ihr müsst das kommunizieren, dass ihr jetzt hier Inhalte erstellen wollt für euer Onboarding, auch für eure Mitarbeiter und dass ihr die Zeit dazu zur Verfügung gestellt bekommt. Ne? Also wir können die schlecht zwingen und pushen, wir können immer nur sagen, nehmt euch bitte die Zeit dafür, blockt euch was im Kalender und macht das. Also das ist ein kontinuierliches Thema, was wir aber dann auch eher an die Vorgesetzten richten würden. Ja, wenn die sagen, auch wir hätten gerne und können die nicht mal das und das erstellen, dann müssen wir auch sagen, ja super, aber dann gebt denen auch die Zeit dafür, das entsprechend machen zu können. Ja, aber das klappt auch. Also bei den Fachbereichen, die das wirklich vorantreiben, ja, also die wirklich sagen, wir wollen Inhalte bereitstellen, wir wollen das nutzen, da wird auch ganz klar festgelegt, dass die Autoren auch die notwendige Zeit dafür haben. Also das ist gar kein Problem.